Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch nochmal ganz schnell eine ziemlich neue Funktion in den Mozilla Firefox Webbrowser zeigen, die allerdings ja noch experimentell ist und deshalb etwas versteckt. Es heißt Site-Specific Browser oder kurz gesagt SSB. Manche finden diese neue Funktion oder ziemlich neue total unnützlich, andere wiederum voll cool und praktisch. Ich will euch jetzt schnell zeigen, wie wir diese aktivieren und was es damit auf sich hat. Die finden wir hier auf unserer Lieblingsseite hier von Mozilla about.config, ja, die etwas die erweiterte, die experimentelle Einstellungen hier, die Warnung, die ignorieren wir jetzt einfach und gehen auf weiter. Hier in das Suchfeld einfach SSB eingeben und schon haben wir unsere ja, Option hier. Das heißt browser.ssb.enabled. Nun standardmäßig ist diese deaktiviert. Wie gesagt, wir können diese einfach mit einem ja, Doppelklick hier auf True umstellen, ja, beziehungsweise aktivieren oder eben hier auf den Umschalter. Nun denke ich, dass Firefox jetzt genau einmal neu gestartet werden muss. Komplett. Und wenn wir jetzt wieder starten, haben wir nun die Möglichkeit hier, wenn wir auf irgendeiner Seite sind, wenn wir auf diese drei Punkte hier klicken, sehen wir hier Install Webseite als App. Ja, einfach hier draufklicken und schon wird die Website hier als App geöffnet. Wenn ich das jetzt mal schließe, sehen wir hier, das wird auch eine Verknüpfung hier auf dem Desktop stellt, beziehungsweise wenn wir jetzt nach, hier ist nochmal die Seite google.com, hier App, und nun können wir das einfach starten. Das ist eine ziemlich schmale oder abgespeckte Ansicht ja, von der Webseite. Also das wird jetzt ja diese Fensteroberfläche bzw. ja, die Symbolleiste oder Adressleiste, Lesezeichen und so weiter, die werden hier nicht angezeigt. Das ist so eine Art, ja so ähnlich wie die mobile Version der Webseite. Ja, wir können uns natürlich ja, beliebige, ja, machen wir mal YouTube beispielsweise hier, zack, meinetwegen. Mobile, okay. Okay, einfach hier drei Punkte, Install, zack, und schon ist das alles hier, was wir tun müssen. Und unsere Verknüpfung wird hier erstellt, ja. Und die Webseite wird hier, das ist so eine Art wie die mobile Version, geöffnet. Genau, das ist auch schon alles, was ich euch zeigen wollte. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das nun nützlich oder total unnützlich findet. Das ist euch dann eben selbst überlassen, wie ihr das findet. Ich wollte das euch nochmal zeigen. Vielleicht findet das die eine oder andere praktisch. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen, abonnieren nicht vergessen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.